Hallo und herzlich willkommen, Sebastian hier von der Bogensportwelt und wir sind heute hier in Bad Dürkheim. Ein Jahr nach der Eröffnung. Willkommen im neuen emotionalen Leistungszentrum der Bogensportwelt hier in Bad Dürkheim. Feiern wir hier eine kleine Hausmesse, haben hierzu einen wundervollen Falkenholz- und Spiderbrust-Stand aufgebaut. Special Guest Sigi und Christian Vorderegger sind vor Ort, um Fragen rund um Falkenholz und Spiderbrust zu beantworten. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Rabattaktion für unsere heutigen Kunden am Start. Und wie ihr aktuell sehen könnt, kann ich mich hier noch total frei bewegen. Das liegt daran, dass wir noch nicht geöffnet haben. Aber das wird sich ändern. Der ein oder andere von euch wird sich an diesen Messeaufbau erinnern. Der ist jetzt hier nach Bad Dürkheim in den Laden gewandert und bietet somit sehr viele Möglichkeiten, die wundervollen Bögen von Falkenholz und Spiderbrust auszustellen. So hat man als Kunde in Bad Dürkheim die Gelegenheit und Möglichkeit, einfach mal die verschiedenen Modelle durchzutesten. Es ist also möglich, diesen Terra Nova Peregrin, einen der Monatsbögen von Falkenholz, auch mal in die Hand zu nehmen und dieses wundervolle Handgefühl zu spüren. Ah. Der fässt sich richtig geil an. Auch diese Location hier dürfte dem einen oder anderen bekannt sein, die Schießbahn von Thomas hier in Bad Dürkheim. Und hier hat man eine Menge Bögen zur Auswahl, die man einfach mal testen kann. So greife ich doch einfach mal zu diesem wunderschönen pinken Ultimate von Jackalope. Thomas, wir waren ja jetzt heute hier gemeinsam mit dir auf der Hausmesse. Ich fand's unheimlich cool. Es sind sau viele Leute gekommen. Wie ziehst du dein Fazit für heute? Die Leute machen's. Ne? Also wir hatten nur geile Gäste. Wir hatten ein super geiles Team vor Ort. Hier direkt, ne, aus der Zentrale und auch von hier dezentral, ja, die Kollegen. Und ich fand, es hat unheimlich Spaß gemacht, unheimlich viel Inhalt. Ne? Wir haben viel geredet, auch viel so gefachsimpelt, was so dazugehört. Und letzten Endes machen wir es natürlich auch beruflich, ne? Auch das Geschäft lief super. Insofern, lass uns das wieder machen, ja? Definitiv. Also ich bin dafür, dass wir das als jährliches Event in irgendeiner Form etablieren können. Müssen wir natürlich schauen. Wir haben heute auf jeden Fall sehr viele Pfeile verkauft. Das konnte ich auf jeden Fall beobachten. Wir haben auch den ein oder anderen wundervollen Spiderbow verkauft von unserer neuen Präsentation. Wir haben heute hier in der Hausmesse was richtig Cooles, und zwar habe ich einen Bogenbuddy gefunden. Einerseits Namensvetter und andererseits haben wir beide jetzt den Condor Special Edition in Grün. Und zufrieden? Natürlich. Geiler Scheiß. Es waren unheimlich interessante Gespräche dabei. Der Herr Brugger war am Start. Du warst am Start. Der Herr Christian Vorderegger war am Start. Es waren ja wirklich einige Ikonen und Größen unseres Sports heute hier. Wie hast du das Ganze so empfunden mit den Kunden etc.? Naja, die Mischung, ne? Also auf der einen Seite hast du immer diejenigen, die so ein bisschen rausragen, ne? Und auf der anderen Seite hast du diejenigen, die noch auf dem Weg dahin sind, ne? Und ich glaube, dass auch der Austausch eigentlich die große Stärke ist von so einem Ort wie hier. Definitiv. Dass also heute war Netzwerken auch ein sehr großes Thema, hatte ich das Gefühl, genau, oder? Jeder hatte nochmal was zu erzählen, und das merkst du, dass da einfach, dass es davon auch lebt. Ich meine, in der alten Zeit
musstest du immer auf irgendein Turnier gehen, um irgendwas zu lernen, was Neues zu erfahren oder auf irgendeine Messe warten. Ja. Ja? Und jetzt bist du hier, ich meine, wir haben Vollsortiment, ne? Wir haben im Prinzip alles da. Wir haben vielleicht nicht jede Farbe und jede Nuance hier, aber du bekommst immer sofort einen Überblick, wenn du mal sagen willst, was gibt's denn eigentlich, was passt denn zu mir? Klar. Und du hast auf der einen oder anderen Seite hast du dann im Prinzip noch die Möglichkeit, dass du es hier ausprobierst, dass es dir von jemandem einstellen lässt, der das schon eine Weile macht. Man braucht für eine Compound-Einstellung, je nachdem, wie das, auf welchem Level und welcher Art Bogen, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Ja. Das wäre heute nicht gelaufen. Ne? Das haben die Leute aber auch verstanden. Olympisch Recurve und Compound, also Compound ist schon ein Thema. Olympisch Recurve ist bei uns hier in der Gegend eher ein Randthema. Dass jemand wirklich mit Klicker und Visier schießt, also Visier ausprobieren, ja, im Anfängerbereich, ne, ich will das mal ausprobieren, so, klar. Aber jetzt Olympisch Recurve, da gibt es bei uns nicht so einen Schwerpunkt. Ne? Mhm. Weil bei uns ist der Schwerpunkt 3D, traditionelle Bögen, ja, was halt im Wald Spaß macht, ein Compoundbogen und so weiter. Und da bist du mit dem Olympischen Recurve so ein bisschen overequipped. Ja, ja, stimmt. Weil die haben eine Schwierigkeit. Also Olympisch Recurve heißt, du kannst unheimlich genau schießen. Dann willst du es aber auch. Und das heißt aber im Gelände immer Schwierigkeiten. Stell dir vor, du willst einen Bogen ausziehen, der vom Zuggewicht eigentlich gut zu dir passt. Aber du willst auf einmal bergauf schießen. Und, alles wird schwer. Ja? Ja, ja. Und deswegen ist, weil wir so ein 3D-Hochburg hier sind. Ne? Definitiv, ihr habt ja einige Parcours. Ja, wir haben, genau. Deswegen ist bei uns Olympisch Recurve jetzt nicht so ein Riesenthema. Und das merkt man natürlich auch bei der Nachfrage oder auch bei unserem Angebot. Wir haben das hier, wir bieten es an, wir können es auch einstellen und so weiter. Aber ich würde sagen, traditionell Recurve, Compound, Langbogen, Schrägstrich, Hybrid. Mhm. Ja, das sind so die Sachen, die hier vor allem auf eine große Nachfrage stoßen. Haben wir heute auch gesehen, die Schießbahn war auch nahezu durchgehend besetzt. Ja. Also es wurden Falkenholz Bögen ausprobiert, es wurden die verschiedensten Spider-Bows Bögen ausprobiert. Ja. Von Hawk, Condor, über Peregrin, über den Monatsbogen von Falkenholz, den Terra Nova, hat man heute alles bei den Leuten in den Händen gesehen. Ja, wie gesagt, ein großes Hauptthema war dann wahrscheinlich auch Pfeile heute, was ich so gesehen habe. Du hast ja die ganze Zeit Spitzen geklebt irgendwie. Ja. Ja, es war. Na ja, gut, du hast auf der einen Seite natürlich, man kauft nicht jede zweite Woche einen neuen Bogen, ne? Ja. Ist klar. Ja. Das heißt, wir haben unheimlich viele Stammkunden. Und die nutzen jetzt die Gelegenheit und sagen, hier, wenn da noch Gäste da sind und man kann was sehen und es wird was geboten, ne, da komme ich extra an den Tag. Das war cool. Ja. Und Pfeile, ich habe es nicht im Überblick, aber es so gefühlt würde ich auch sagen, heute war schon für Pfeile ein guter Tag. Heute war Pfeiletag. Ja, heute gab es neue Pfeile, jetzt können wir in den nächsten Wochen wieder welche kaputt schießen. Genau, das hat man auf jeden Fall, würde ich sagen, gut gesehen, Thomas. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir nächstes Jahr wieder so eine Hausmesse aufgestellt bekommen. Seid auf jeden Fall gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, nachdem das heute so erfolgreich war. Und das Coole ist, wenn ihr zu Gast kommt, ist es ja, ich weiß schon, warum du sagst, einmal pro Jahr. Ja. Weil wir ja das Einjährige zufälligerweise zur gleichen Zeit feiern, wie der Wurstmarkt hier in Bad Dürkheim ist. Weil wir ja schon die Eröffnung auch ganz zufällig auf den Wurstmarkt gelegt haben. Ja. Ja? Warum nicht? Ja? Also das ist ja auch ein Thema im Bogenschießen. Ne? Man hat unheimlich sinnvolle Betätigung, andererseits auch unheimlich Spaß. Ja. Ja? Und ich bin da ein riesen Fan von, dass man das Schöne und das Nützliche, nützlich oder das warum das Praktische, das Geschäftliche. Ne? Ja, das ist ja in meinem Leben eh schwer zu trennen. Ja? Was ist jetzt im Prinzip beruflich und was ist Freizeit? Ja. Deswegen lass uns so weitermachen. Ja? Ich glaube, das trifft uns beide. Das, ja. Die Problematik, was ist hier eigentlich Arbeit und ab wann darf ich anfangen, Arbeitsstunden aufzuschreiben, weil es halt auch die ganze Zeit Spaß macht. Ja? Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde mich freuen, wenn wir es nächstes Jahr wieder hinkriegen. Mal schauen, wie wir es dann aufziehen. Heute war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Ich denke, wir hatten sehr, sehr viele, sehr begeisterte Kunden im Haus. Und du begeisterst ja das ganze Jahr deine Kunden. Und wir finden es natürlich schön, dass wir auch die Gelegenheit haben, das hin und wieder live mit dir zu feiern, was du dir hier aufbaust mit den Kollegen aus dem Verein
Bad Dürkheim. Weiß nicht. Ja, Fachkräfte für einen Job, für den es keine Ausbildung gibt, ne? Das ist ja auch das, also vielleicht das noch, ne? Wir haben hier ja Fachexpertise sitzen, ne? Also wir haben wahrscheinlich mehr Bogensportjahre hier im Laden mit den Jungs und Mädels, die mir helfen, wie ein einzelner Mensch überhaupt ansammeln könnte. Klar. Ja? Und ich glaube, dass davon jeder profitiert, der herkommt. Ja. Ja? Und das freut mich, weil der Plan bleibt nach wie vor, wenn du hier rausgehst, hast du was, mit dem du einen Schritt weiter kommst. Wenn du nicht genau die Mitte triffst, kommst du mal wenigstens ungefähr in die Richtung. Definitiv. Und das konnte ich heute auch beobachten. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Vielen Dank. Thomas, ciao, ciao. Bis dahin.